Unter dem Titel Purple Hearts, Mein Herz brennt, sind derzeit im Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen Bilder von Irak-Kriegsveteranen ausgestellt. Die meisten Bilder wurden von der amerikanischen Fotografin Nina Berman aufgenommen. Für die Bilder reiste sie quer durch die USA, um die Veteranen zu porträtieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Fotos sind von den dabei entstandenen Interviews begleitet. Der Besucher bekommt damit einen recht intimen Blick auf die persönlichen Schicksale einiger Soldaten. Von diesen ist mir am nächsten Robert Acosta, der jetzt gerade 22 geworden ist und sein Leben ohne seinen rechten Arm leben muss in Zukunft. Der ist mir am nächsten, weil er mit hier war, als wir die Ausstellung in Heidelberg und Freiburg eröffnet haben. Und ich bin 4 Tage mit ihm und Nina Berman zusammen gewesen. Und war sehr berührt von ihm als Person. Die Ausstellung soll die Augen der Besucher für Eindrücke öffnen, die in der Berichterstattung über den Irakkrieg nur sehr wenig Beachtung fanden. Mein Wunsch ist, dass alle, die diese Bilder sehen, etwas erfahren über darüber, wie Krieg wirklich aussieht, was Krieg für Wunden bei den Menschen hinterlässt, mit denen sie ihr ganzes Leben lang weiterleben müssen, wenn sie noch leben. Und ich bin vollkommen sicher, dass jeder Mensch, der diese Fotos sieht, keinen Krieg von irgendeiner Sorte gutheißen kann. Mit Fotoaufnahmen des amerikanisch-jordanischen Journalisten Dar Jamail werden auch Opfer der irakischen Seite beleuchtet. Außerdem sind tausende Namen getöteter Iraker auf den Irak-Bodycount-Listen nachzulesen. Damit will man den Opfern des Krieges gedenken. Bis zum 8. Juli gibt es noch Gelegenheit, die Ausstellung im DAI in Tübingen zu besuchen.